ist denn los? Mir hergefliegt und unterwegs. Etwas von Himmel gesehen. Littlefoot muss auch sehen. Was hast du gesehen? Das große Überraschung. Komm mit! Dieses Weg! Hallo, Littlefoot. Papa, du bist zurück! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ist ja eine Überraschung, dass du und Shorty wieder im großen Tal seid, Papi. Wir sind dieses Mal früher gekommen als erwartet, aber... Du weißt doch, warum dein Vater hier ist, oder? Ron, mein Junge. Wir haben uns schon langsam gefragt, wo du so lange bleibst. Ich habe schon angefangen, den Prüfungsplatz vorzubereiten. Den Prüfungsplatz? Ja, für die große Langhalsprüfung. Hä? Die große Langhalsprüfung ist eine Reihe von Aufgaben, die junge Langhälse bestehen müssen, bevor sie in der Gruppe der Heranwachsenden aufgenommen werden. Normalerweise kümmern sich die Mutter oder der Vater von einem jungen Langhals darum. Deswegen bin ich hergekommen. Verstehe. Und was muss ich tun, um die Langhalsprüfung zu bestehen? Ah, das wirst du schon noch erfahren. Die Prüfung soll zeigen, ob ein junger Langhals die Fähigkeiten besitzt, die man braucht, um eines Tages eine Herde zu führen. Ist der verrückt? Du solltest heute lieber früher schlafen gehen, mein Kleiner. Deine Großmutter hat recht. Bei den ersten Strahlen der großen hellen Scheibe brechen wir zum Prüfungsplatz auf. Los, Littlefoot, bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Ron sagt, entweder man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als hätte Ruby es gesagt. Du hast gut lachen, Littlefoot. Ich möchte auch gern die Prüfung machen, aber Ron lässt mich nicht. Du bist auch bald an der Reihe, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit. Vielleicht machst du mit Shorty heute die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Littlefoot. Gehen wir. Ich bin auch bereit, ein Anführer zu sein. Geh doch einfach runter zur Wasserstelle, Shorty. Da kannst du mit Littlefoots Freunden spielen. Ja, na schön. Ich wette, ich kann Littlefoots Freunden beweisen, dass ich bereit bin, ein Anführer zu sein. Alle hergesehen, da kommen Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. Shorty möchte gern mit euch spielen, während Littlefoot mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Shorty, wir spielen gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin,
möchte ich gern den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding? Den großen Steinübergang? Ja, Littlefoot hat mir davon erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser rüber. Ich kann's kaum erwarten, da entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer. Ja, und Littlefoot hat gesagt, dass ihr ganz verrückt nach Abenteuern seid. Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das schärfste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Dass du weit weg, mein Mami sagt, ist gar nicht wahr. Los mir nach, ich bring euch hin. Dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir hingehen. Eine Abenteuerreise ist schön. Komm, das wird Spaß machen. Na los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Weil ich die große Langhalsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Klaro, Klärchen. Das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's da lang. Das wusste ich. Ich wollte nur erst noch einen Schluck trinken. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den Steinübergang zu finden. Na und? Wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Aber ich möchte auch gern den großen Steinübergang sehen. Also schön von mir aus. Hey, Shorty! Alles klar, wir werden mit dir mitkommen. Wusste ich's doch. Na dann mir nach. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langhalsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern? Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Ich verstehe. Willst du lieber wieder runterkommen? Nein! Ich weiß, ich krieg das hin. Ich hab's geschafft. Und da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Hey, super! Gelbe Summlinge! Das ist ja ekelhaft. Er steht auf scharfe Sachen. Ich kann nicht mit jemandem auf Abenteuerreise gehen, der sowas futtert. Wie soll denn das tut doch weh.
großen Steinübergang auch sehen. Ist schon gut, Chomper. Ich gehe mit dir zusammen zum großen Steinübergang. Die anderen gehen ohne uns mit Shorty. Na toll, was für ein Glück. Na los, folgen wir unserem Anführer. Papa, was sagst du jetzt? Ich hab es geschafft. Ich hab die erste Aufgabe geschafft. Gut gemacht, Littlefoot. Wenden wir uns jetzt der nächsten Aufgabe zu. Dabei musst du deine Intelligenz unter Beweis stellen. Du musst den zweiten roten Baumstern finden, der irgendwo im Wald versteckt ist. Und wie soll ich das anstellen? Du bekommst drei Hinweise. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Und pack das Problem bei der Wurzel. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs und pack das Problem bei der Wurzel. Wie soll ich denn bei den vielen Bäumen einen einzelnen Baumstern finden? Da oben ist er. Das ist der Steinübergang. Also, welchen Weg nehmen wir? Mir fliegt hoch und sieht, was der beste Weg ist. Ich glaube, ich möchte gern eine kleine Pause machen. Oh ja, das möchte ich, das möchte ich. Ganz wie du willst. Wenn du rumschwächelst, dann führe ich die anderen ohne dich dahin. Was? Wir können sie nicht auch noch zurücklassen. Vertraut mir. Das geht schon klar. Wir treffen uns dann da. Ich wette, ohne mich kommt ihr nicht dahin. Ihr habt viel zu viel Angst. Was? Angst? Zera, Shorty, dieser Weg längerer. Ich frage mich, wie Shorty die Anführerprüfung bestanden hat. Vielleicht war Prüfung für schlechte Anführer. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs, pack das Problem bei der Wurzel. Hey, der Baum hat keine Baumsterne mehr. Das heißt, sie sind alle runtergefallen. Augenblick mal, wenn dieser Baum keine Baumsterne mehr hat, wie soll ich denn hier diesen einen roten Baumstern finden? Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Baumbewuchs, den gibt es nur an einer Seite des Baums. Und jetzt? Pack das Problem bei der Wurzel. Wollen mal sehen. Der rote Baumstern. Meinen Respekt, Littlefoot. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe. Warum hat das so lange gedauert? Wir wollten lieber den abenteuerlichen Weg nehmen. Ja, alles klar. Shorty, vorsichtig, Licht, du lieber nicht so dicht daran geht. Dieser Steinübergang sieht gar nicht so hoch aus. Aber das ist er. Er ist ziemlich, ziemlich hoch. Hä? Ihr seid doch kleine Angsteier. Aber ich nicht. Shorty! Und Chomper kommt. Ich frage ihn nach Hilfe.
Deine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg durch die Feuergrube zu finden. Und welche Langhalsfähigkeiten sollen damit getestet werden? Das kann ich dir nicht sagen. Das gehört zur Prüfung. Naja, vielleicht springe ich einfach von Stein zu Stein. Aber die Feuerblasen könnten auf die Steine spritzen. Das ist also kein sicherer Weg, um rüberzukommen. Oh, es muss einen besseren Weg geben. Wir helfen euch, Shorty, zu helfen. Ich glaube, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Hört auf zu quatschen! Zieht lieber! Wow, danke, dass ihr mir geholfen habt. Kein Problem, das haben wir doch gerne gemacht. Weil ihr mir geholfen habt, dürft ihr beide auch in meiner Gruppe sein. Herr Yuini. Danke. Baumstämme wie dieser sind eigentlich immer sehr gut zu gebrauchen. Aber wenn ich ihn in die Feuergrube schiebe, fängt er garantiert Feuer. Nein, das ist auch nicht gerade sicher. Es ist bestimmt gegen die Regeln, um einen kleinen Tipp zu bitten, was? Ja. Alles klar, wir nehmen diesen Weg. Das aber nicht Weg zurück. Na und? Das scheint ihn nicht zu interessieren. Er ist zu sehr damit beschäftigt, uns anzuführen. Mir wünscht Littlefoot wäre hier. Mal sehen, ob ich unserem Anführer was über Anführer beibringen kann. Hör mal, Shorty. Manchmal überlassen die besten Anführer einem anderen die Führung. Tatsächlich? Ja, klar. Frag doch einfach einen von uns, ob er auch den Weg kennt, so wie du. Naja, also als Anführer frage ich euch, ob einer weiß, wie wir wieder zurückkommen. Also, ich denke schon. Alle mir nach. Wenn ich keinen Weg über die Feuergrube finde, bin ich garantiert durch die Prüfung gefallen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Die große Langhalsprüfung, das ist die große Langhalsprüfung. Sie macht Spaß, doch sie ist schwer. Ich muss denken, klettern und viel mehr. Nur noch ein Test, ein einziger. Die Langhalsprüfung. Warum fällt mir nichts ein? Ganz allein, ich finde es nicht raus. Es gibt einen Weg. Ich muss hinüber, ganz klar. Aber wie? Denn sonst ist es aus. Also wie mache ich das? Die große Langhalsprüfung. Das ist die große Langhalsprüfung. Ich schaff das schon, ich darf nicht ruhen. Ich muss nur noch das Richtige tun. Ich weiß genau, ich schaff sie schon. Die Langhalsprüfung. Die Langhalsprüfung. Naja, vielleicht... Vielleicht schaffe ich es ja, über die Feuergrube rüberzuspringen. Oh, nein, das schaffe ich nie im Leben, darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg, darüber zu kommen. Ich bin wohl nicht bereit, ein Anführer zu sein.
Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Aber wieso denn? Ich konnte die Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Gehen wir. Da kommen die beiden. Littlefoot! Hast du den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa, ich hoffe, ich kann eines Tages genau wie du eine Herde anführen. Tja, Littlefoot. Sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Na super! Wieder ein Langhalsanführer. Hey, Littlefoot. Du musst mir alles über die Prüfung erzählen. Gib dem kleinen Shorty keine Hinweise, Littlefoot. Huh? Hinweise? Shorty ist noch nicht bereit für die große Langhalsprüfung. Na, was hab ich euch gesagt, Freunde? Hey, Augenblick! Heißt das, du hast sie noch gar nicht bestanden? Naja, also, nein, aber ich werde sie bald bestehen. Ich hoffe nicht allzu bald. Ich dachte, dass ich ihn noch mal wiedersehen würde. Er hat viel Ärger gemacht, als er das letzte Mal hier war. Ich hoffe, er bringt nicht wieder so viel Unglück mit wie letztes Mal. Steinstarkes Spiel! Ja, das nächste Mal ist Spikey in unserer Mannschaft. Also, das glaube ich nicht. Oh, nein, nein, nein! Freunde, Freunde! Er ist wieder zurückgekommen. Wer ist wieder zurückgekommen? Habt ihr das etwa noch nicht gehört? Doc ist wieder zurückgekommen. Doc? Hm? Du meinst der einsame Dinosaurier? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Lange her. Alle dachten, das große Tal wäre vom Glück verlassen, weil der Saurierfelsen vernichtet wurde. Ich wollte uns das Glück wieder zurückbringen, indem ich einen Zahn von einem toten Schafzahn ins Tal brachte. Das einzige Problem war, der Schafzahn war gar nicht tot. Großvater versuchte, mich zu retten. Aber er musste gegen zwei Schafzähne kämpfen. Und dann tauchte Doc auf. Diese beiden Schafzähne werden nie wieder jemandem was zuleide tun. Dank Großvater und Doc, dem einsamen Dinosaurier. Wie interessant. Jetzt weiß ich auch, warum alle so aufgeregt sind. Und wo ist der einsame Dino hingegangen? Wo hat er gesteckt? Er bleibe nie sehr lang an einem Ort.
Und er ist immer allein. Ja, das ist er, das ist er. Ist doch klar. Deswegen ist er ja auch der einsame Dinosaurier. Aber wo immer es Ärger mit Schafzähnen gibt, ist er zur Stelle. Hast du gerade Ärger gesagt oder was? Ja, er scheint immer zu ahnen, wenn Schafzähne in der Nähe sind. Oh, ihr meint doch nicht. Keine Sorge, Chomper. Das mit dir wird er schon verstehen. Ich weiß nicht. Woher sollte Doc wissen, dass Chomper anders ist? Ich sag's ihm. Doc ist ein Langhals, der sich von keinem etwas sagen lässt. Er ist hinter mir her, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Schon möglich. Er hat noch nie ein Kind angegriffen. Aber er kümmert sich immer um Schafzähne. Was immer geschieht, geschieht nicht, bevor es geschieht. Ich schlage vor, wir schlafen erst mal, damit wir morgen ausgeruht sind. Na schön. Du hast recht, Ruby. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Keine Sorge, alles wird gut. Wenn Doc so gut ist, wie sie sagen, wird er merken, dass auch du ein Guter bist. Hä? Keine Sorge, alles wird gut. 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 Keine Sorge. Verstehst du denn gar nichts? Ich bin gut. Ich könnte niemals ein gemeiner Schafzahn sein. Oh. Hör auf, du musst mir glauben. Ich bin gut. Er will mich holen, Ruby. Oh. Wer ist der eher, der dich holen will? Der einsame Dinosaurier. Ist er da? Wo ist er? Er war in meiner Schlafgeschichte und er wollte mich mit seinem Schwanz zerschmettern. Das klingt ja gruselig, Chomper. Aber das ist nur eine Schlafgeschichte und jetzt bist du aufgewacht. Also mach dir keine Sorgen. Naja, bis du ihn wirklich triffst. Oder bis er mich wirklich schnappt. Morgen, Freunde. Chomper hatte eine gruselige Schlafgeschichte. Der einsame Dinosaurier hat ihn geschnappt. Genau wie ich. Wirklich? Wollte er dich auch mit seinem Schwanz zermalmen? Nein, er wollte dich zermalmen. Er kommt, Freunde. Er ist meinetwegen hier. Wäre möglich. Hör endlich auf, Zera. Früher er nur gekommen wegen Schafzähne. Sag ich doch. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir Chomper verstecken, bis Doc wieder weg ist? Das ist eine steinstarke Idee. Na, worauf warten wir dann noch? Also schön. Ich versuche, Doc abzulenken, während ihr Chomper versteckt. Und los. Ist Doc so groß, dass ich ihn sehen kann, wenn er kommt? Hä? Oh, ja. Der ist ziemlich, ziemlich groß. Sein Hals ist wie ein Baumstamm, seine Schultern groß und breit. Was auch geschieht, er hier alles sieht und er jederzeit bereit. Und wird es mal gefährlich, dann kommt er zu uns her. Und jeder bei uns nennt ihn den einsamen Dino-Saurier. Sein Schwanz ist ein Umhauer. Saurier. Er hat ein gutes Herz. Saurier. Es klingt, als wäre er sauer. Schafzähne, die mag er gar nicht sehr. Der einsame Dino. Yeah.
Doc! Ups. Entschuldigung. Hallo, Kleiner. Hey, wie geht's dir? Super. Ich hab gelernt, mit dem Schwanz zuzuschlagen, so wie du. Daran musst du wohl noch ein bisschen arbeiten. Das werde ich. Gut, dass du wieder da bist. Dann kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Na klar, Kleiner. Ach, übrigens, hast du hier irgendwo einen Langhals mit dem Namen Dara gesehen? Nein. Wer ist denn Dara? Naja, sie ist mein Herzensdino. Hä? Dein Herzensdino? Ja, der entzückendste Langhals, den diese müden Augen je gesehen haben. Ich weiß noch, wie ich ihr das erste Mal begegnet bin. Ihre großen blauen Augen leuchteten heller als die große helle Scheibe. Sie ist der erste Dino, der mich wirklich versteht. Wir ziehen schon eine Weile gemeinsam durch das Land. Mehr kann ein einsamer Langhals nicht erwarten. Aber wie kannst du eine Partnerin haben? Bis jetzt warst du doch immer nur ganz allein. Ja, viel zu lange, wenn du mich fragst. Aber nur weil du alleine warst, konntest du ein wachsames Auge auf die Schafzähne werfen, Doc. Das kann ich auch so, Kleine. Hilfst du mir, Dara zu finden? Sie ist fremd hier in der Gegend. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht irgendwelchen Ärger hat. Aber Doc, wenn du damit beschäftigt bist, mit Dara zusammen zu sein, wie kannst du dann all die anderen Blattfresser beschützen? Sie hat gesagt, dass wir uns hier treffen. Du kannst nicht mehr der einsame Dinosaurier sein, wenn du nicht mehr allein bist. Immer noch kein Zeichen von Dara. Wir müssen sie suchen. Was machen die denn da? Sie wohl nach irgendetwas suchen. Er ist meinetwegen hier. Aha, dann hatte ich ja doch recht. Sie hierher kommen, hierher! Gleich wird er mich finden. Littlefoot lässt nicht zu, dass Doc dir wehtut. Oh nein, nein, nein. Aber Littlefoot ist vielleicht zu klein, um Doc aufzuhalten. Richtig. Deshalb müssen wir ein besseres Versteck für Chomper finden. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo ist. Vielleicht wollte sie doch nicht herkommen. Sie hat gesagt, wir treffen uns hier. Und falls es kein Problem gibt, wird sie auch herkommen. Der ist ja noch größer als in meiner gruseligen Schlafgeschichte. Deshalb müssen wir dich ja auch verstecken. Also, wo würde Doc nicht nach einem kleinen Schafzähnchen suchen? Das ist es! In den Felsen! Schnell, wir nehmen Chomper in die Mitte und gehen alle zusammen los. Jetzt seid alle ganz, ganz leise. Chompers Leben hängt davon ab. Mein Leben? Ja. Shh. Ups. Steine rutschen. Was war das? Ein kleines Erdschütteln? Irgendwas stimmt da nicht. Sehen wir mal nach. Ich eins gefunden. Ruhe, ich muss nachdenken.
Genug gedenkt, ich gute Versteckungsplatz gefunden. Na schön, dann zeig mal. Passen wir da alle rein? Oh, gut, dass meine Familie heute nicht zu Hause. Deine gute Idee war wirklich eine gute Idee, Petri. Oh ja, oh ja. Ich muss mich erst mal beruhigen. Obwohl, naja. Wir ganz oben. Doc uns hier nicht findet. Wen findet Doc nicht? Du hast mich gefunden. Wolltest du Doc nicht ablenken? Ja schon, aber... Du hast es versprochen. Tut mir leid, Chomper, aber das ist gar kein Problem. Doc sucht gar nicht nach dir. Er sucht nach seinem Herzensdino Dara. Richtig, Doc? Doc? Ich fasse es nicht, dass du mit einem Scharfzahn befreundet bist. Was soll das heißen? Es gibt keinen Grund, mit ihm befreundet zu sein. Irgendwann wirst du gegen ihn kämpfen müssen. Nein, werde ich nicht. Chomper ist mein Freund. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, ich werde nie gegen meine Freunde kämpfen. Da hat er völlig recht. Oh. Ja. Netter Trick, ihm Sprechen beizubringen. Oh, das hat er ganz alleine gelernt. Siehst du, er ist wirklich anders. Oh ja, das ist er. Vielleicht kann ich dir mit meiner Schnüffelnase helfen, deine Freundin zu finden. Das wäre ja wohl das Letzte. Wieso denn? Ich werde mir doch nicht von einem Scharfzahn helfen lassen. Aber wenn ich's dir doch sage, Chomper ist anders. Ich habe noch nie gute Erfahrungen mit Scharfzähnen gemacht. Und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Komm, wir gehen, Littlefoot. Nein. Ich werde dir nicht mehr helfen. Ganz wie du willst, Kleiner. Wisst ihr was? Ich werde trotzdem meine Schnüffelnase einsetzen, um ihm zu helfen. Ja, dem werden wir es zeigen. Mir findet gut. Oh, ich bin dabei. Was meinst du, Littlefoot? Dass du Doc nicht helfen willst, heißt nicht, dass du nicht Dara helfen kannst. Du hast recht, Ruby. Los, komm, Chomper, machen wir uns auf die Suche nach Dara. Du schaffst das, Chomper. Oh ja, oh ja. Ugh. Nicht mit der Nase voller Modder. In dem Modder sind ja lauter krabbelige Krabblinge. Ich hoffe, es geht Docs Freundin gut. Hoffe ich auch. Dann schlag keine Wurzeln, wir müssen sie finden. In der Richtung wird der Geruch stärker. Sie muss hier ganz in der Nähe sein. Aber wir haben überall nachgesehen. Oh nein, da! Hilfe, bitte! Hey, Kinder, bitte, ihr müsst meinen Freund Doc finden. Der hilft mir hier raus. Dara! Ihr kennt mich? Aber woher? Wir finden Doc nie rechtzeitig. Wir müssen dir da irgendwie raushelfen. Aber Dara ist so riesig. Wie wir ihr helfen? Da. Wir können den Baum benutzen. Das müsste gehen. Wir müssen ihn nur irgendwie zu ihr runterbiegen. Steinstarke Idee. Wir helfen dir, Dara. Ach, danke. Vielen Dank, Kinder. Oh, my God.
bist ja ein kleiner Schafzahn. Ja, das bin ich, aber ich will dir nur helfen. Halt dich an den Blättern fest, dann ziehen wir dich da raus. Wie niedlich, ein hilfsbereiter Schafzahn. Na, das haut doch den schärfsten Baumstern aus der Krone. Ich komm nicht an sie ran. Rutscht alle zusammen ein Stück nach vorn. Um Himmels Willen, Kinder! Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Hä? Wir gar nichts machen. Hast du dich deswegen verspätet? Und der kleine Chomper hat sein Leben riskiert, um mich zu retten. Na sowas. Tut mir leid. Wieso denn? Nein, nein, mir tut es leid, mein Kleiner. Du bist wirklich anders. Ich hoffe, du verzeihst mir und gibst einem alten Langhals noch eine Chance. Aber klar. Danke, Doc. Was willst du reden? Und warum sind Dara und du ins große Tal gekommen, Doc? Naja, es gibt nicht mehr sehr viele von meiner Art. Dara soll Littlefoot, seine Großmutter und seinen Großvater kennenlernen. Da wir gerade dabei sind, wo ist Littlefoot? Er ist da hinten. Entschuldigt mich. Wollen wir reden, Littlefoot? Klar. Entschuldige, dass ich all diese Sachen zu dir gesagt habe. Das war nicht sehr respektvoll. Du hast genau das Richtige getan, Kleiner. Hä? Bisher hat noch keiner gewagt, mir zu sagen, dass ich Unrecht habe. Danke für deine offenen Worte. Gern geschehen, Doc. Bleib so, wie du bist. Komm, gehen wir zu den anderen, dann bringe ich dir den Schwanzpeitschenschlag bei. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe leuchtet tief in mir drin. Doc kam zurück. Ich hatte Angst, denn er war mein großer Held. War das nun vorbei? Du hast gesagt, dein Schafzahnfreund ist anders. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe leuchtet ganz tief in mir. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief. Ist, wenn ich sie sehe. Sarah? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist!
steinstarke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Hey, sieh doch mal. Ich glaube, diese Herde kenne ich. Ja, ich auch. Das ist Ellie. Ellie ist wieder zurück. Wir müssen zu ihr hin. Ich wünschte, wir hätten eine Abkürzung. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Littlefoot! Sarah! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red! Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter, der Held der Herde, der Scharfzahnangsteinjager. Der Held der Herde? Der Scharfzahnangsteinjager? Die Scharfzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleibt zurück! Rett der Retter macht das schon! Wir hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Scharfzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten.
Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh, also der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, kommt, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein. Jagt Schafzähnen Angst ein. Kann nicht sein. Er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein und rennt weg. Was er erzählt, das stimmt doch alles nicht. Das ist doch klar. Aber wie beweisen wir, dass er lügt sie an und sie glaubt dran. Wir brauchen einen Plan. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Schafzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Schafzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen?
Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Na ja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Freunde zum Essen. Ich tu, als würde ich Freunde essen. Der Schafzahn will Dreihornfilet und Littlefoot Gelee. Das ist sicher lustig, wenn der knabbert dich am Zahn. Doch das ist etwas, das gar nicht geht. Gute Freunde essen. Freunde zum Essen. Wer will denn schon Freunde essen? Wer steht schon auf Spiken als Beak und Entenbiskuit? Vielleicht ist Red ja der Hit. Igitt! Du weißt, du hast nie mehr Glück. Hast du Freunde zum Essen? Das kannst du vergessen. Freunde essen. Meine Freunde zum Essen. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Ah, er hungrig, mir angstig klingt. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Ah! Er hungrig, mir angstecklich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red. Hilfe! Ah! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Ja, ja. Wir brauchen Hilfe. Jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da. Schaufzahn! Worauf wartest du noch? Red, mach schon! Rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber! Ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel.
Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Champa. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Champa und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Champa zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Ist er? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Champa retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Er muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Champa ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja.
Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Scharfzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir, Japp-Japp. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran.